stehe hier auf dem Nordseecamp in Kroatien und nebenan ist ein weiterer Campingplatz und zwar mit dem Namen Zora. Und dort steht jemand, der hat mir was erzählt über seine Erlebnisse mit dem Heki-Fenster und darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. So, ich stehe jetzt hier bei meinem Nachbarn und der stellt sich jetzt mal selber vor. Moin, ich bin Volker aus Wilhelmshaven. Ich habe den Hartmut hier getroffen. Ich kenne ihn schon länger von seinen Videos. Er hat mich hier kennengelernt. Ich habe ihm von einem Problem erzählt, was ich mit meinen Fenstern hatte. Ein Heki Mini ist das. Und ich hatte ein Problem, es ist im Herbst weggeflogen und mir ist eine Lösung eingefallen, um das zu verhindern. Es war folgendermaßen, wir standen im Herbst auf einem Stellplatz, es regnete leicht, leichter Wind, wir haben im Wohnmobil gesessen, die Heizung lief natürlich. Dann stellten wir fest, es kam Regen durch das Fenster stand in Schlechtwetterstellung. Dann habe ich das Fenster noch etwas weiter geschlossen, in einer Stellung, in der es nicht gesichert ist. Es dauerte nicht lange, das Wohnmobil wackelte, es ratschte und bums war das Fenster weg. Wir saßen mehr oder weniger im Freien. Gut, das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, was kann man dagegen tun. Und dann ist mir folgende Lösung eingefallen. Dieses Teil hier, das werden wir gleich mal an Ort und Stelle erklären, welche Funktion es hat. Genau, da gehen wir gleich mal in dein Mobil rein. Das ist ein Carrado, ne? T484, wenn ich das lese hier, ist richtig? 48, Entschuldigung, Zahlendreher gemacht. Ja. Okay, nein, aber dann gehen wir gleich mal rein und dann demonstrierst du das mal an dem Dachfenster, wie das Ganze das hier mit deiner kleinen Erfindung, hätte ich beinahe gesagt, oder deinem Verbesserung da, wie das funktioniert. Ja. Okay. Ich muss dazu noch sagen, wir fahren da schon eine ganze Weile mit jetzt. Wir haben auch hier in Kroatien starken Wind gehabt. Es hat gut funktioniert, wenn es zu stark regnet, hat es natürlich auch keinen Sinn, dann sollte man die Fenster zumachen. Mhm. Kluge Köpfe werden ja sagen, warum macht er nicht gleich das Fenster zu? Meine Frau braucht sehr viel Frischluft und meint sehr viel Frischluft zu brauchen und deswegen muss immer irgendwo etwas auf sein. Ja. Ne? Ja, ja, das hat mich denn dazu geführt, zu dieser Lösung. Okay, jetzt gehen wir mal rein und gucken uns das Ganze mal an. Okay, ja. So, wir sind jetzt bei dem Volker im Wohnmobil und er zeigt uns jetzt mal an dem Dachfenster, an dem Heki-Fenster, was da jetzt genau passiert ist und wie es funktioniert. Ja, bei dem Windstoß, der plötzlich unser Wohnmobil erfasst hat, ist Folgendes passiert. Ich hatte diese erste Stufe eingehakt vom Heki, die ist nicht gesichert. Wenn der Wind jetzt auch noch von hinten kommt, fasst er da drunter, reißt das hoch, bis es ganz auf ist und dann lastet natürlich die volle Windlast auf dem Fenster und der Schwung, der Wind, hat dafür gesorgt, dass beides so weggeflogen ist. Ja, schlimme Sache. Das war das Problem. Wie wir das repariert haben, war kein Thema, der Rahmen war heil, ich konnte ein neues Fenster kaufen, aufsetzen, der Schaden war behoben. Aber das will man natürlich nicht wieder haben und deswegen habe ich überlegt, nur in dieser Stellung ist es gewährleistet, dass bei leichtem Regen kein Regen reinkommt. In der Schlechtwetterstellung, die ein weiter ist, ist das Fenster zwar gesichert, aber nicht regendicht. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn das hier so sitzt, ich möchte da nicht wieder drunter sitzen, dass es wegfliegt, also irgendwas muss passieren. Und dann habe ich diesen Haken gebogen, ich zeige das mal so. Das ist aus Draht, mit dem man normalerweise Maschendrahtzäune spannt. Innen drin Metall, außen Kunststoff ummantelt. Den habe ich so gebogen, dass man den hinter den Fensterrahmen, mal sehen, ob man das so sieht, ja. Und dann einfach so. Ja. Jetzt hindert der diesen Bügel in der Schiene nach vorne zu rutschen. Wenn jetzt der Wind von hinten kommt, ist da zwar Bewegung drin, aber wenn ich das Fenster so drücke, dann wird jeder normale Mensch das Fenster ganz zumachen. Ja. Ne? Da wollen wir gar nicht drüber reden, aber bei Regen, Wind und sogar ziemlich starken Wind, ich habe es hier in Kroatien ausprobiert, es funktioniert einwandfrei, der Wind kam auch von hinten, ist das meine Lösung. Es gibt andere Lösungen, die ich auch schon gesehen habe.
Da will ich nichts zu sagen. Das muss jeder selber wissen, was er macht. Ich bin damit sehr zufrieden. Als nächstes kommt, da das so gut funktioniert hat, hier ist unsere Küche. Und wenn meine Frau kocht, haben wir oben drüber ein Hikimidi. Das hat gar keine Sturmsicherung. Das wird also in jedem Fall aufreißen. Und da habe ich gedacht, was da so gut funktioniert hat, kann man auch hier machen. Nur natürlich etwas größer. Sonst die gleiche Machart. Kann man einhaken. So. Schon kann es sehr windig werden und das Fenster bleibt dicht. Ich kann dafür natürlich keine Garantie übernehmen. Das muss jeder selbst verantworten, wenn er das herstellt, einbaut. Ich habe das mittels einer Flachzange einfach aus dem Draht gebogen. Ich brauche dafür keinen Schraubstock, nichts. Man muss natürlich ein bisschen kräftige Hände haben und ein bisschen Gefühl für die Sache. Wer es nicht selber kann, der muss sich eben an einen entsprechenden Fachmann wenden. So, okay, ja. Wunderbare Geschichte. Danke erstmal soweit, Volker. Ja. Das war das. Ja, Volker, ich sage Dankeschön für deine Ausführungen. Hat mich sehr gefreut, dass wir das mal anschauen durften. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, dieser Tipp. Und ja, und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Tschüss.